Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Mad Games Tycoon. Wo wir jetzt hier noch eine schöne Auftragsarbeit haben, die, glaube ich, über 200.000 Money bringt. Was schon mal sehr gut ist. Wir kriegen immer mehr Money zusammen. Auftragsspiel, das können wir erstmal vergessen. Das machen wir nicht. Hupp. Und er rennt gleich wieder rüber, ne? Wir haben hier noch einen schönen Auftrag. Also wenn, dann könnte da ein anderer rübergehen, aber nicht der, der schnell ist. Verstehst du? Hier, er hier. Ob er nun da ist oder nicht, ist ja eigentlich scheißegal. Aber trotzdem. Ja, noch einen einstellen. Wir könnten es tatsächlich. Ne? Momentan fließt das Geld sehr schnell rein. Durch die Auftragsarbeiten. Wir machen es einfach, komm. Scheißen drauf. Rein mit dir. Zack. Einfach damit die Forschung ein bisschen vorankommt. Sonst stehen wir irgendwann da und... Ne? So. Dann möchte ich... Ich weiß schon, was erforschen. Nämlich A-Titel. 250.000, das können wir jetzt leisten. Dass wir das mal sagen können. Einfach mal so. 250.000, kein Problem. Easy. Wir waren doch recht schnell. Aber das wird nichts. Das auch nicht, aber das hier. Wir sind schon wieder bei über 1 Million, obwohl wir gerade 250.000 ausgegeben haben. Also man kann zufrieden sein, wie es gerade läuft. Und wenn wir einen A-Titel machen wollen, brauchen wir vorher mehr Features. Das kann ich sagen. Sonst lohnt sich das ja gar nicht, einen A-Titel zu machen. Mit unseren 11 Features, die wir haben. Also die wir reinmachen können. Ne? Die Features heben sich ja gegenseitig auf. Zum Beispiel Grafik, also bessere Grafiken heben natürlich die alten Grafiken auf und sowas. Ist ja logisch. Ne, zum Beispiel simple KI ist ja schlechter als eine fortgeschrittene KI. Dementsprechend kann man, wenn man eine fortgeschrittene KI reinmacht, keine simple mehr reinmachen. Wäre ja Quatsch. Das hier schaffen wir auch. Langsam verbessern die sich auch in ihrer Geschwindigkeit so weit, dass das alles ein bisschen besser vorangeht. Auch ihre programmierischen Fähigkeiten verbessern sich. So, dass da richtig Punkte fließen. Ja, wie wir sehen. Warte, ich mach mal ein bisschen langsamer hier. Hier 4 sogar teilweise bei Billy Bob. Ja, bei mir auch. Also, das läuft. Schon bald geht das hier richtig ab. Wie schnell die sind. Da können wir doch mal über noch bessere nachdenken. Und hier, da steigert sich halt weiter. Ich glaube, geht das bis 100? Weiß ich gar nicht. Lukrativere Angebote, hört sich natürlich super an. Die Frage ist halt immer, ob wir diese lukrativen Angebote auch erfüllen können. Oh, und das Geld fließt und fließt und fließt. Herrlich. Ich bin dann gespannt hier, wenn wir einen A-Titel machen. Später, in 1000 Jahren. Es ist halt blöd, dass jetzt keiner mehr unsere Engine haben will. Ne? Ja, keine Lizenz dafür bisher verkauft. Finde ich schade. Komm, wir senken mal auf 15%, was soll's. Vielleicht will die dann mal jemand haben. Das ist eigentlich nix. Ja? Kostet schon keine Gebühr, die Lizenz, ja? Die kann man kosten lassen. Kostenlos nutzen. Und dafür wollen wir nur 15% haben. Das ist eigentlich ein super Angebot. Also das nicht zu nutzen von den Entwicklern, das ist schon sehr dumm. Sehr, sehr dumm. Mal sehen, ob wir das schaffen.
Wenn nicht, ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ne, das bisschen Strafe schütteln wir uns ja jetzt schon aus dem Ärmel. 9 Auftragsspiele könnten wir machen. Ja, das könnten wir schaffen, ja. Könnten wir schaffen. Der Arbeitswille ist halt auch sehr wichtig. Oh, das wird sehr eng. Aber doch, 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 doch. Nein! Ausgerechnet. Aber, oh, das war so knapp. Weil der Idiot zum Wasserspender gelatscht ist. Oh, ist das doof. Das ist natürlich doof gelaufen, ey. Ansonsten hätten wir es gepackt. Aber nein, er will ja lieber Wasser trinken. Ey, das Ding kommt jetzt weg. Das Ding kommt jetzt weg. Weg damit. Das geht ja gar nicht. Das hat der Nachteil, weil so Auftragsarbeiten ist das scheiße. Weil wenn die ein Spiel programmieren, eine Engine machen, irgendwas, ist das scheißegal. Aber wenn hier eine Auftragsarbeit läuft, dann darf sowas nicht sein. Dass man es dann durch sowas nicht packt, ne? Das ist schon blöd dann. Nein, das war jetzt nicht viel, das war keine teure Sau. Oh. Oh, 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 Moment. Du da. Tschüssikowski. Ne? Der ist nämlich viel besser. Und das erhöht natürlich unsere Chancen, Auftragsarbeiten zu schaffen. Und zwar erheblich. Und er ist auch gleich fertig. Das ist ja super. So, jetzt erforschen wir aber weitere Features. Steuerung per Maus, nice. Na, gucken wir, Spaß ist halber. Toiletten, oh ja, gute Idee. Damit die auf Toilette rennen können. Geht auch zu Hause auf Toilette, Mann. Nee, wir können da gerade gar nichts machen. Oh, das schaffen wir. Toiletten sind keine gute Idee. Für die Mitarbeiter natürlich toll, aber für uns schlecht. Jetzt ist der auch noch krank hier. Billy Bob, der Schnellste. So ein Mist. Aber warum wird Billy Bob immer krank? Das interessiert mich mal. Die anderen ja nicht. Ist nur Billy Bob. Einfach weil er Billy Bob heißt, oder was? Ja, der alte Hinterwäldler. Aber ist egal, das packen wir. So, er hier braucht natürlich ziemlich lange beim Programmieren, beim Forschen. Aber ist ja auch egal. Eilt ja nicht. Wir machen eh lieber erstmal Auftragsarbeiten, damit wir Money kriegen. Ne? Klappt ja auch. Also schon bald 2 Millionen zusammen. Das ist doch super. Was gibt's denn gerade für Räume? Das war das Falsche. Ja, Qualitätssicherung haben wir ja. Tonstudio und sowas könnten wir alles schon machen. Marketing. Ja, ein Klo. Ich weiß halt nicht. Ein Klo hat halt Nachteile, wie gesagt. Und wie sieht's hier aus? Das kostet 300.000. Kostet aber auch monatlich sehr viel. Deswegen lieber nicht. Hätten wir zwar mehr Platz, aber momentan haben wir nicht mal den hier belegt. Von daher ist es egal. Oh, die Minisoft Y-Box. Beste Konsole. Oh, der Robby, ey. Ich habe eigentlich schon voll Bock, ein Spiel zu programmieren. Einfach weil der jetzt hier dabei ist. Und ziemlich gute Werte in der. Vor allem im Game Design hat, ey. Boah. Das ist natürlich mega nice.
Aber ich will noch warten. Oh, ob wir das schaffen? Wir versuchen das. Komm, der hat gute Werte. Billy Bob und Robbie machen das schon. Semyon ist jetzt nicht so der schnellste bisher, aber der steigert sich auch gut. Ne, der kommt voran. Aber ihm wird teilweise sogar 6 Punkte, die da reinkommen. Oh, easy, Alter, easy. Jawohl, Alter. Das sieht sehr schön aus. Ich bin zufrieden mit der Arbeit der Jungs. Mit deiner Arbeit jetzt nicht so, er ist sehr langsam. Der ist Sau. Das ist ein Name auch. Aber im Allgemeinen, gerade was die Auftragsarbeiten hier angeht, kommen wir doch super voran. Aber hier in 13 Wochen, was wird nichts? In 9 Wochen, nein, 14 Wochen das Jahr. Ja, da müssen wir mal abwiegen, was funktionieren könnte. Oh, wenn ich auf unser Konto gucke, dass ich das noch erleben darf, hier auf schwer. Was haben wir denn für Lizenzen? Damit wir einfach mal was haben. Soldiers of the Caribbean. Ah, American Mom. Anime Series, ja. Das ist zu teuer. Also ist nicht zu teuer wirklich, aber... Ja, Old Man Begins. Das nehmen wir. Das können wir dann als Spiel machen. Aber erstmal wird natürlich die Engine geupdatet für Rollenspiele. Wir haben mittlerweile so viele Auftragsarbeiten dafür zu machen. Ja. Features, das kann man dann als nächstes. Können wir wieder die Grafik. Mehr Spiele per Internet wäre auch nice, aber. Musik in 16-Bit. Das nehmen wir rein. Aber das wird nicht mehr rechtzeitig für das Spiel kommen. Denn wir machen jetzt erstmal ein Update der Engine. Das war die hier. Wupp und wupp. So, 19 Features. Die Konkurrenz hat 36. Wie sollen wir denn da mithalten, Mann? Oh, das geht jetzt ziemlich schnell hier. Die Engine zu erweitern. Schauen wir mal schnell nach den Auftragsarbeiten. Hier, easy. Da haben wir auch die Kosten für die Engine wieder so ziemlich drin. Dann machen wir das Spiel, würde ich sagen, das neue. Ein A-Titel. Mit einem Kopierschutz, würde ich sagen. Ja, Spiel entwickeln. A. Lizenz. Old Man Begins. So. Zielgruppe Erwachsene, natürlich. Ach ja. Cyberspace. Was soll's. Ein Rollenspiel. So. Weiter. Zack. Und zack. Weiter. Oh, das wird teuer. Kopierschutz erwerben. Der hier. Wupp. So. Weil, ja, das sieht sogar bisher gut aus. Sollten vielleicht mal einen Spielbericht erstellen. So. Können wir natürlich alles reinmachen bei einem A-Titel. Und haben sogar noch 3 Plätze frei. Du hier gehst hier rüber und entfernst die Bugs. So. Alter. Du gehst hier rüber und entfernst die Bugs. Dankeschön. Man darf gespannt sein. Jetzt mit 2 guten Programmierern dran. Na, was heißt gut? Er hier ist, ja, er ist okay. Er hier ist natürlich noch nicht so weit. Aber ein A-Titel, da erwarte ich schon ein bisschen was. Wir haben immer noch über 1 Million.
Natürlich gehen jetzt auch, geht das auch das Geld schnell runter, ne? Dadurch, dass wir hier 3 Mitarbeiter haben. Dennoch werden wir das per Auftragsarbeiten wieder reinkriegen. Wir haben 12% mittlerweile hier oben. Da geht schon was. Und wir werden hier auch immer mal ein bisschen Auge drauf haben. Vielleicht finden wir mal einen, der auch was drauf hat. Da können wir ihn da ersetzen. Wenn er bis dahin nicht auch schon so gut ist. Ja, das kann ja auch passieren. So, er kriegt die Bugs wieder nicht schnell genug raus. Okay, hier sind 3 Leute dran. Hier ist einer. 3 Leute machen Bugs rein und einer soll es wieder rausholen, weißt du. Oh, Cyberpunk ist gerade nicht beliebt, aber wir machen auf Cyberspace, ne? Wir müssen auch mal wieder neue Genres erforschen und ach, das ist alles. Wir müssen so viel erforschen. Wahnsinn. Das ist ja auch noch voll krank, der Robby. So viel zu, es wird nur Billy Bob krank. Jackpot, ja, ja. Oh ja, das sieht von den Werten her schon ganz okay aus. Wir hätten natürlich auch eine Lizenz erwerben können, aber eine Engine. Aber ich möchte doch lieber auf unsere setzen. Wir machen mal einen kleinen Messestand. Hey! Immerhin hat es jetzt einen 6er Hype. Jetzt wollen wir jetzt natürlich auch noch Kundensupport andrehen, aber das wird zu teuer alles. Oh ja. Wenn wir das Spiel noch in den Boom reinkriegen, wäre das noch richtig geil. Das würde uns ordentlich was bringen. Dazu müsste er hier aber schneller die Bugs mal rauskriegen. Es ist viel zu langsam, ne? Viel, viel zu langsam. Doch keinen schnelleren Grad. Na, da packen wir nachher unseren rein. Da müssen wir schnell sein. Wieder das Spiel fertig ist, Pause und austauschen, ne? Kann er sich hier wieder um die Forschung kümmern. Wie sieht es mit seiner Geschwindigkeit aus? 32,7 ist schon mal okay. Er hat sich ja auch schon ein bisschen gesteigert. Oh, der Boom ist schon wieder vorbei. Das hat ja lange gedauert. Na toll. Weißt du, die negativen Sachen, die dauern 3 Jahre. Na? Und ja, wenn mal was Positives kommt, dann ist es gleich wieder vorbei. Oh, dann kann er auch in Ruhe die Bugs entfernen. Ja, ist auch egal. Ne, kann er nicht. Dauert trotzdem zu lang. Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob. Billy Bob. So. Oh, seid ihr doof. Du da rein. Du da rein. Oh, sind die doof, ey. Sind die unglaublich doof. Wie können die denn so doof sein? Das ist schrecklich. Schrecklich. Wenn ich jetzt so mache. Ah, gut. So klappt schon mal, dass Billy Bob da reingeht. Denn es dauert doch ziemlich lang, die Bugs zu entfernen sonst. Es sind immer noch so viele Bugs drin, ey. Wir müssen den Raum vielleicht mal erweitern, dass wir dann da 2 Leute reinpushen können. Und wir haben so viele Fans. Oh, das sind eigentlich gute Werte hier, ne?
Aber wir müssen dann auch wieder ein paar Auftragsarbeiten machen, sonst. Oh, warte. Features. H-Grafik in 16-Bit. Ja. Ja. Wir machen mal die KI. Oh, da ist natürlich R da drin. Das ist natürlich auch nicht so schön. Müssen wir auch noch wieder austauschen. Boah. So. Spiel ist jetzt fertig. Ah, die hier sind gut. So. 34 immerhin, naja. So, ist immer noch nicht ganz richtig. Warum geht denn er jetzt da rein? So, Alter, wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich verarschen. So, jetzt aber. Mann, Mann, Mann. So, Auftragsarbeiten. Genau. Das sollten die schaffen, die drei. Ja, ist jetzt auch nicht so toll, das Spiel. Wir müssen halt mehr Features reinmachen. Daran liegt es dann halt auch. Und die Grafik und alles muss verbessert werden. Dafür brauchen wir auch irgendwann mehr Personal für die Forschung. Ne? Und ob das was wird oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge von Mad Games Tycoon. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.